Oh, wir sehen so geil aus, unserer Lederrüstung hier. Geil. Verdammt. Die Höhle müsste Hochzahnhöhle heißen, genau. Ich hoffe mal, hier ist kein Viech wieder. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Auf jeden Fall ist der Eingang. Wo ist der Eingang? Ach, hier ist der Eingang direkt. Nein, hier oben. Hä? Wo ist der Eingang? Ach, hier. Ach, leck mich doch. Ich kann nicht sehen. Gut, dann denke ich mal, könnten wir auch mal speichern und hier reingehen. Okay, dann bin ich jetzt hier in der schicken Höhle. Gucken, was hier so auf uns lauert. Noch unentdeckt, aber hier müssten ja irgendwo. Da ist ein. Ne, ist ein. Ist es ein Skelett? Ein Skelett, ah ja. Komm her, du. Friss den hier. Noch einer, der sich mit mir anlegen möchte? Da unten ist noch eins. Ja, geil. Und das hat mich auch noch nicht entdeckt. Ja, geil, komm. Oh, geil. Schleichen ordentlich. Ordentlich erhöht. Coole Sache. Eben speichern. So, ich hoffe mal, hier ist hier doch noch irgendwelche Vampire sind. Also muss ja eigentlich sein. Ich habe das gerade nachgeguckt. Hier müssen Vampire sein. Könnte die Klappe eigentlich noch abfallen? Ha, dann nicht. So, wo sind diese verdammten Vampire? Ich möchte jetzt blutiger Lumpen. Boah. Eklig, eklig. Ich will jetzt endlich mal hier Vampir werden. Beißt mich, beißt mich. Kommt her. Hier unten vielleicht. Ich glaube, ich nehme mal direkt meine andere Waffe noch dazu. Ah, da. Ja, komm, beiß mich, komm. Oh, ist nichts drauf. Oh. Gold, Vampirstaub. Zaubertrank des Taschendiebstahls. Und sonst nichts wirklich Geiles. Hi. Aua. Aua. Los, infizier mich doch. Ich soll mich doch infizieren und keinen Scheiß machen. Verdammt. Erstmal ein bisschen heilen. Ach so, ist das? Ja, klar. Ja, jetzt haut er ab. Ja, los. Infizier mich, Junge. Infizier mich doch, Junge. Komm. Ja, endlich. Sanguines Vampirismus. Geil. Okay, wo haben wir das jetzt hier? Müsste eigentlich irgendwo stehen. Aktive Effekte. Gesundheit verringert. Ja, das ist okay. Wird zu Vampirismus. Wird zu Vampirismus. Wir werden nicht zu einem Vampir werden. Wir werden zu einem Vampirismus. Vampirismus ist die Krankheit. Verdammt nochmal. Ah, geil. Hier ist ja Lautlosigkeit. Der Träger kann sich lautlos bewegen wegen den Stiefeln. Schleichen verstärken. Schreie verstärken. Achso, das. Der Diebestein. Ja, geil. Also wir sind auf jeden Fall infiziert. Das klingt doch mal ganz gut. Dann können wir auch gleich mal hier uns mal heilen. Ja, geil. Neue Stufe. Erstmal werde ich ihn hier ausräumen. Okay, Elfenrüstung. Was ist das denn für ein Quark? Nein. Unsere dunkle Bruderschaft ist schwarzer Seelenstein. Ja, geile Sache. Ungewöhnlich. Ach, ein gewöhnlicher. So. Aha, Stahlschwert der Blitze. Cool. Alles direkt mit Beistelltisch. Ist da vielleicht noch was Geiles drin? Gold und Holz. Holzkohle doch nicht, ne? Eine Truhe, ja geil. Was ist da drin? Zwergenstrandkolben, ja komm. Gesegnete Strahlkriegsachse, ja komm. Zwergenfeier, ja komm. Ja komm, ja komm. Nehme ich alles mit. Alles klar. Danke, ciao. Und so irgendwas Geiles hier, irgendwie ein Magiebuch oder so. Unsterbliches Blut. Ist das vielleicht noch irgendwie ein Fertigkeitenbuch? Nein. Wahrscheinlich über Vampire oder so. Ansonsten. Nee, ansonsten gibt es ja auch nichts Geiles. Hätte auch nur so ein beklopptes Eisenschwert hier. Ja, geil. Dann Zaubertrank noch. Und dann würde ich einfach mal sagen, gucken wir uns mal hier die fertig. Oh ne, erstmal diesen Aschehaufen hier noch durchsuchen. Dietrich, Gold. Ja, dann gucken wir uns erstmal hier die Fertigkeit an, die ich noch verteilen kann. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen auf Ausdauer machen eigentlich.
Nein, ich wollte... So. So, worauf kann ich denn jetzt noch machen? Auf Schleichen. Was kann ich denn bei Schleichen noch verbessern? Ich werde... Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Nee, das brauche ich nicht. Dann vielleicht bei... Ja, was könnten wir noch? Beim Rede... Bei der Redekunst? Nee, habe ich nicht mehr nur einen... untersten Punkt, der ist eigentlich recht nutzlos, finde ich. Ja, ist auch nicht wirklich hier was Geiles. Einhändig habe ich jetzt 50. Hier könnte ich irgendwas anderes machen. Nee, das... Ach, mit Kriegsechsen. Nee, das ist scheiße. Nein, da kann ich auch nichts. Ach, verdammt. Leck mich doch. Dann vielleicht bei Schwerrüstung. Nee, bei Schmiedekunst. Noch nicht mal bei Schmiedekunst ist irgendwas Geiles. Ha. Da brauche ich überall noch was Besseres. Ich heb mir einfach die Talente auf, bis irgendwas Geiles kommt, auf jeden Fall. Könnt ihr Gift draufnehmen. Ja gut, dann schneide ich hier und dann sehen wir uns auf jeden Fall in Markart wieder. Bis gleich. Alles klar, ja, wir sind jetzt hier bei Markart. So, mal schauen, wo jetzt diese Olle auf uns wartet. Ach, in dem Alchemielabor, glaube ich, hier in Markart. Gut. Dann mal auf, hier rein. Hier in Markart befindet ihr euch in der sichersten Stadt von Reach. Von Reach? Ist das hier das Gebiet oder was? Guck gerade auf der Karte. Ja, The Reach. Ja, so heißt die Region hier. Nicht Fürstentum von Weißlauf oder Markart hier, wie bei Weißlauf, sondern einfach nur Reach. Was ist das denn? Was soll das denn? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ach du Scheiße, was hat der denn für Probleme? Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Erstmal alles hier klauen. Ah. Abgeschworenen. Die Stadtwache von Markart hat alles unter Kontrolle. Hier sind keine Abgeschworenen. Okay. Das war ja recht heftig. Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ich war dort, er hat mich fast umgebracht. Nein, Quatsch. Ich habe Geschrei über die abgeschworen gehört. Das war alles. Nein, ich war dort, er hat mich fast umgebracht. Es tut mir so leid. Ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden. Die Neun. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Wisst ihr etwas über den Angriff? Nein, ich werde ja erstmal lesen hier. Was hat er mir zugesteckt? Oh, ihr habt was verloren. Hohoho. Ho, ho. Klar. Eltris Nachricht. Treff mich. Was steht da? Los, mach weg. Abgeschlossen. Treff mich beim Schrein von Talos. Aha, er glaubt oder doch an den Neuen. Okay. Oder doch nicht? Keine Ahnung. Ja, machen wir gleich mal. Silverblood Inn. Gasthaus Silberblut. Was soll ich denn hier drinnen machen? Doch, bin ich hier richtig? Na gut, dann gehe ich einfach mal hier rein. Alles klärchen. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Ah, klingt gut. So, hier müssen wir rein. Warum seht ihr mich so an? Ah, ich bin von dunklem Blut erschafft. Mein Fräulein. Bin hier um... die Unwürdigen zu töten. Die dunkle Bruderschaft übermittelt euch ihre Grüße. Muiru. Muiri. Die dunkle Bruderschaft. Oh, oh, ich. Meine Güte. Ihr seid wirklich hier. Das schwarze Sakrament. Es hat tatsächlich funktioniert. Offensichtlich. Sagt mir, was ist euer Begehr? Was ich brauche: den Tod von Alain Dufont. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Bei Sitis, ich brauche Einzelheiten. Kommt endlich zur Sache. Ich habe es nicht gewusst, als wir zusammen waren. Aber Alain ist tatsächlich der Anführer einer Bande Halsabschneider. Räuber! Sie haben sich in einer alten Zwergenruine verkrochen. Raldbitar, das ist in der Nähe von Windhelm. Sie nutzen sie als Stützpunkt. Dort führen sie ihre Überfälle aus. Ich möchte, dass ihr in die Ruine geht, Alain Dufont sucht und ihn tötet. Seine Freunde kümmern mich nicht. Mit ihnen könnt ihr verfahren, wie ihr wollt. Aber Alain muss sterben. So soll es geschehen. Ausgezeichnet.
Sobald Alain tot ist, bekommt ihr euren Lohn. In Gold. Ich habe eine kleine Summe gespart. Ich hoffe, sie reicht. Aber nun ja, da ist noch eine Kleinigkeit, falls ihr interessiert seid. Ah, ihr kommt also so schnell zur Sache. Okay, dann zieht euch mal aus und dann geht's los. Ich bin ganz Ohr. Wenn ihr könnt, dann möchte ich, dass ihr noch jemanden tötet. Ihr müsst das nicht. Nicht als Teil unserer Vereinbarung. Aber wenn ihr es tut, dann zahle ich euch sogar noch mehr. Es ist Nielsine Schmetterschild in Windhelm. Wenn auch Nielsine stirbt, dann soll es euer Schaden nicht sein. Erzählt mir die Geschichte. Weshalb wollt ihr Alains Tod? Ich ging nach Windhelm, um die Schmetterschild-Familie zu besuchen. Sie waren alte und liebe Freunde und in Trauer. Frigga war vor kurzem getötet worden. Ermordet. Ich lernte Alain in der Taverne kennen, als ich meinen Kummer ertrinkte. Er sah gut aus und war charmant. Er sagte, ich sei die wunderschöne Lilly seiner Träume. In Alains Gegenwart war es, als ob aller Schmerz einfach von mir abfiele. Aber er hat mich nur belogen. Er hat mich benutzt. Er hat meinen Ruf ruiniert, meine Freundschaft zur Schmetterschild-Familie zerstört. Wisst ihr, warum Alain in Windhelm war? Er hatte von Friggas Ermordung gehört. Er wollte sich mit der Familie anfreunden, mitten in ihrer Trauer, und hat sie ausgeraubt. Alain hat mich benutzt, um an meine Freunde heranzukommen. Und nun halten sie mich alle für eine Art Monster. Alain Dufort hat mir mein Leben weggenommen, und nun nehme ich ihm seins weg. Und Nielsine Schmetterschild, warum muss sie sterben? Ich wette, sie hat damit ihm ordentlich Rambazamba gemacht. Knickknack, ihr wisst schon. Versteht ihr denn nicht? Ich war wie eine Tochter für Tova. Eine Schwester für Nielsine und Frigga. Aber die Familie weigert sich, an meine Unschuld zu glauben. Ganz egal, was ich sage. Verstehen sie denn nicht, dass ich benutzt wurde? Dass auch ich um Frigga getrauert habe? Nein, sie behandelten mich wie Dreck und warfen mich weg. Wenn Nielsine tot ist, dann wird Tova vielleicht klar, was sie verloren hat, hm? Vielleicht sieht sie dann ein, dass ich ebenso ihre Tochter war wie die anderen. Und wenn nicht, soll sie doch in ihren eigenen Tränen ertrinken. Bei der Mutter der Nacht. Ich werde so handeln. Aber gibt's sonst noch irgendwas? Ich wollte Ella eigentlich selbst töten, wisst ihr? Und Nielsine auch. Aber ich habe die Nerven verloren. Ich hatte sogar ein besonderes Gift gebraut. Lotusextrakt. Vielleicht könnt ihr es gebrauchen. Bestreicht einfach eure Waffe damit. Und dann... Ihr versteht mich. Ja, ich verstehe dich schon. Okay, alles klar. Lasst sie alle für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Ist nur schade, dass wir jetzt hier noch nicht Dingens sind. Noch kein Vampir. Dann wäre das viel geiler. Was ist das jetzt für ein Gift? Das werde ich mir mal ganz kurz anschauen. Gift oder Zaubertränke. Lotusextrakt. Verursacht 10 Sekunden lang 6 Giftschaden pro Sekunde. Ah, doch. Recht starkes Gift. Ich werde mal auf Favoriten setzen. Sonst, könnten wir mal irgendwie sowas probieren hier. Nein, eigentlich nicht. Könnten wir mal eine Runde schlafen hier. Oder? Ich überlege gerade, wir könnten eigentlich nach... Ja, ich werde ja mal erstmal eine Runde schlafen, um zum Vampir zu werden. Müsst ihr euch nicht um irgendwelche Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Ja, ich will mir doch hier im Bett holen, hallo? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Sehr wohl. Ist aber nicht dasselbe Zimmer, was hier die Olle hier gerade hatte, oder? Doch? Hä? Doch? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, ja, klar. Hätte ich auch gleich hier drin schlafen können. Verpiss dich, komm. Weg mit dir. Gut, dann schlafen wir mal ein bisschen. Haha. Okay, AM heißt morgens. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir... Ja... So, 13 Stunden schlafen. Wir müssen ja noch dahin hinkommen. Das dauert ja auch nochmal die Reise dahin. Dann ist hoffentlich Nacht. Weil, wie gesagt, am Tag sind wir geschwächt. Aber ich glaube, an der ersten Stufe, da kriegen wir noch keinen Schaden. Da sind wir einfach nur geschwächt. Dann ist das ja eigentlich irrelevant, ob wir dann drin oder draußen sind. Du erwachst und bist gut ausgeruht.
Noch kein Vampir? Schade, schade. Ja gut, dann machen wir uns mal auf. Ah, wie cool wir einfach aussehen mit der Rösi hier. Richtig genial. Ja, die ist immer noch tot hier. Das ist auch mit diesen Anhängern von Manka Kamoran gewesen hier. In Oblivion, als die einen im späteren Verlauf des Spiels angriffen, dann lagen die auch irgendwann noch in Braville und in den ganzen Städten da rum in den Gossen. Und wenn es da geregnet hat, sah es einfach nur aus, als ob da ein Penner einfach umgekippt ist und einfach da am Sterben oder gerade so die Leiche einfach nur noch von denen da liegen würde. Richtig cool. Töte Nilsine optional. Töte Nilsine Schmetterschild. Und wo ist sie hier? Aha, da hinten ist dieser diese Zwergenruine. Ja, Zwergenruine war das ja genau. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir erstmal nach Windhelm, um die Olle zu töten. Vielleicht sind wir ja schon ein Vampir. Oder hoffe ich mal. Aha, aha. Nocturnal, okay. Bei dem müssen wir uns eigentlich einschleimen. Ach, wir müssen auch noch unbedingt, bevor wir die Quest machen in Einsamkeit, die Hauptquest würde ich auf jeden Fall noch Azura Stern holen, weil ich will erstmal ein bisschen Verzauberung lernen, damit ich erstmal ordentlich meine Waffen verzaubern kann, damit wir wirklich perfekt vorbereitet sind für die Hauptquest. Würde ich einfach mal so sagen, wäre doch ganz geil, oder nicht? Na komm, lad doch mal. Fände ich echt geil, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreiben könnt, was ihr denkt, was ihr jetzt am liebsten sehen wollt in diesen Folgen. Oder was ihr nach der Dunkle Bruderschaft machen wollt. Ich will jetzt nicht die ganze Dunkle Bruderschaft auf einmal spielen, nein, nein. Aber schon so, dass ich hier, dass ich schon etwas weiter bin. So, die olle Bitch läuft hier gerade draußen rum, ja, okay, die meucheln wir aber... Ich bin der Koch, oben im Haus Kerzenschein. Ja, geil, interessiert mich überhaupt nicht. Hier gehört der Frostdistelhof aus. Ja, ja, klar. Was? Braucht ihr etwas? Ne, ich werde euch nachher töten. Ich will jetzt erstmal hier warten, bis ich Vampir bin. Müsst ihr jetzt eigentlich so um. So. Ja, ich sag mal. 12 Stunden. Ne, sagen wir mal 6 Stunden so sein. Ne, 7. Okay. Oder hoffe ich mal, dass ich dann Vampir bin. Immer noch nicht. Verdammt nochmal, ich will jetzt endlich Vampir sein. Ein bisschen warten. Aha! Du verspürst einen seltsamen Durst, während die Sonne untergeht. Ja, geil. Ich glaube, wir sind jetzt Vampir, endlich. So, bei aktive Effekte können wir ganz kurz gucken. Gesundheit verringert. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Dann Frostresistenz müsste jetzt eigentlich noch höher sein. Oder? Sind wir noch kein vollwertiger Vampir? Ich weiß nicht. Legt euch lieber hin. Ihr seht nicht gut aus. Ja, ich bin noch vom Vampirismus befallen. So. Die olle Biatch, die müsste jetzt... Wo ist sie jetzt drinne? Verdammt, die müsste jetzt... Wo ist das Haus von der? Das ist... Nicht hier oben, das ist hier... Ah, um die Ecke, okay. Alles klar, wir müssen jetzt hier nur... Ach, verdammt, ich sitze hier fest. Ah, nein! Ich brenne! Ah! Schnell! Das war ja knapp. Kennt ihr Talus? Er hat das Kaiserreich gegründet. Nicht ehrlich. Laber keinen Scheiß. Natürlich kenne ich Talus, ich vergöttere ihn. So, hier drinnen. Hier müssen die sein. Nein, Tempel von Talos. Ist sie wirklich hier drinne? Ach, wir haben ja noch gar nicht Nacht. Stimmt. Gut, dann warte ich noch ein paar Stunden, damit die endlich mal schlafen geht und wir so ordentlich aussaugen können. Mal gucken, ob wir es jetzt schon machen können. Ich bin mir gerade nicht sicher. Muss ja so sein. Ah, toll. Jetzt ist er doch noch da hinten. Leck mich doch. Und hier ist das Frieser Friedhof. Okay. Dann aber hier. Besorgt euch ein Heilmittel im weißen Fläschchen, bevor ihr uns noch alle ansteckt. Nein, nein, ich will Vampir werden, keine Sorge. Ja, das Haus ist im Nordwesten, da oben muss es sein. Ich verstehe aber nicht, warum ich hier nicht hin kann. Ist das jetzt so auf der anderen Seite oder was? Ja, das Haus ist hier, glaube ich. Moment. Ja, hier.
Alles klar, müssen wir wohl hier einbrechen. Oh ne, ist noch auf, alles klar. Clan Schmetterschild. Hört sich etwas strange an der Name, aber okay. Bei Sitis, ich werde euch alle meucheln. Stehlen, Tornister. Roter Apfel, Zaubertrank der Heilung? Ja, klar. Goldene Diamant-Halskette, ja, geil. Geklaut. Wo ist die olle Bitch? Die müsste jetzt direkt über uns sein. Wie ich den Kompass richtig lesen kann. Geht's denn hier nach oben? Hier. Eben speichern. Die wohnt hier alleine im Haus. Ne, da hinten ist noch einer. Der bemerkt uns wahrscheinlich nicht. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich schon wieder Tasten vertauscht. Nein, jetzt sind wir entdeckt worden. Ne, so. Na, jetzt doch. Oder haben wir irgendeinen aufgeweckt hier? Hier ist keiner außer ihr. Geil. Ich habe auch einfach geil gestochen. Ich habe einfach nach vorne gestochen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber... Egal. Auftrag erledigt. Oder der optionale Auftrag. Geil. Durften wir das jetzt eigentlich machen, oder was? Na, okay, sie gibt ja extra Geld. Also, wieso nicht zwei töten? Das ist nicht so schlimm, denke ich mal. Vielleicht sogar erwünscht. Je mehr, desto besser. Heißt es doch. So, von wo werde ich jetzt mal hier hinreisen? Ich werde hier von... Angas Mühle dahin reisen, so. Gut, dass wir das hier auch... Dass wir schon so einen Anhaltspunkt haben. Alles klar, mein Freund. Ich werde auch mal eben hier... Heilung absetzen, sondern... Schwert der fucking Klingen ausrüsten. Ich finde einfach den Namen so geil. Und einfach heißer Stecher. Ich weiß nicht, wer das im Livestream gesagt hat, aber der Name ist echt genial von dem Schwert. Mit Feuerschaden. Heißer Stecher. Oh, hier ist noch Eisenerz. Eine Eisenader. Oh, und ich habe gerade Windstoß gehört. Ach du Scheiße, ein Drache. Komm her, du. Ein Assi, ey. Überrascht er mich einfach hier. Ja, komm her, du. Lande doch mal. Er will doch gar nicht landen. Das finde ich echt die Dreistigkeit in Person. Wo ist der Drache hin? Ich sehe nichts. Vater, ich bin so empfindlich jetzt gegen Feuer, weil ich ja ein Vampir bin. Das finde ich echt scheiße. Okay, Feuerresistenz. Und ein bisschen Heilung. Na komm her, du. Lande doch mal. Er hat doch echt Schiss von mir, ich weiß es doch ganz genau. Da vorne ist er. Was macht der denn da hinten? Hallo, hier bin ich, Junge. Ihr greift ja die kleinen Viecher an. Das geht ja gar nicht klar. Ich bin dein Gegner, Junge. Na komm. Kannst du nicht einfach landen oder sowas? Das finde ich echt scheiße von dir. Friss den Pfeil hier. Nochmal, komm. Ah, scheiße, ist er weg. Kann er nicht einfach mal so landen, dann wäre er sofort tot. Ganz ehrlich. Lass mal ein Pferd in Ruhe, Junge. Das ist doch mein Pferd, oder? Ich glaube schon. Verdammt nochmal. Verdammter Sack, ey. Was ist das da vorne? Hässliches Viech. Komm. Lande doch. Ah. Bleib stehen, du.
greift er alles Lebende hier an. Du Scheiße. Jetzt landet er, ja klar. Komm ruhig her, du. Boah, der ist echt mächtig. Ich will mal eben kurz noch Heiltrank nehmen und dann kriegt er ordentlich auf den Sack. Nein, nein, nein. Wo ist mein heißer Stecher? Hier. Komm, stirb doch einfach. Verdammt nochmal. Jetzt bin ich ja wütend. Komm sofort zurück. Ja, eben hier was heilen. Alles klar. Komm zurück. Oh, ich habe Wirbelwindsprint aktiviert. Oh, scheiße. Hallo, halt dein dummes Maul. Dreckiger Sack, ey. Haha, nicht mit mir, ihr Freundchen, nicht mit mir. Ah, oh, geil. Yeah. Ach, er hat wenig Gold dabei. So, wo wollten wir nochmal hin? Ja, da hinten in die Richtung. Ich glaube, mein Pferd ist einfach abgehauen. Boah, es wurde ja auch attackiert anscheinend. Das war ja heftig. Okay, mein Pferdchen, auf. Oh Mann, ey. Einfach so taucht das Viech auf und belästigt mich. Eine Scheiße, ey. Naja, können wir wohl nichts machen. Deswegen habe ich es auch gemeuchelt. Will ich mal schneller vorankommen. Ganzen, oh Gott, nicht schon wieder Wölfe. Ich habe keinen Bock auf Wölfe. Lasst mich in Ruhe. Oh ne, da oben ist noch ein Viech. Ah, oh, so Geister wieder. Scheiße. Kommt ruhig her. Bleib stehen, du. Verdammter Geist. Na komm. So. Eine nicht verbessert auf 51. Ja, viel geiler. Was hat das Schönes für uns? Ich nehme alles mit. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Hauptsache nicht zu den Wölfen. Und ich glaube, ich habe eben mein Pferd angegriffen, weil da wurde jetzt eben meine... Gesundheit von meinem Pferd angezeigt. Naja. Ich glaube, ich sollte mal alleine weiterreisen. Ne, ist noch ein bisschen weiter, also reite ich hier noch hin. Ich habe ja gesagt, dass ich wirklich alles oder eigentlich alle Wege aufzeige, die ich noch nicht gegangen bin. Außer natürlich mit der Kutsche. Und die Wege, die wir schon gegangen sind, die schneide ich dann natürlich raus, weil es sonst zu langweilig ist. Für euch, also denke ich mir mal so. Hä, was ist das denn für ein Zeichen? Ein Wald oder was ist das? Oder ein Hoppelhäschen, Hasenohren oder so? Ich will erstmal diesen Ort hier haben, hier, damit ich einen Anhaltspunkt habe, zum wieder hinreisen. Na komm. Und ich höre auch irgendwelche Typen, aber... Nee, ich hab jetzt keinen Bock hier noch mit irgendwelchen Typen zu fighten. Nein. Ich reite einfach dran vorbei. Ich bin ja gleich eh da, also... Brauche ich den Punkt hier gerade nicht. Kann ich auch später nochmal irgendwann hin. Wenn ich das Spiel durch habe und alle restlichen Gräber erforschen möchte, kann ich das vielleicht mal machen. Oh nein, schon wieder so ein Geist.